natürlich damit los, dass ich 2001 das ins Leben gerufen habe und wir ja dankenswerterweise noch eine ganze Handvoll Gitarristen heute unter uns haben, die von der ersten Stunde an da waren. Und diese Tatsache ist großartig. Ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, mit anderen zusammenzuspielen, weil das ist eigentlich das, was mir schon immer Freude gemacht hat, auch halt in meiner Gitarrenausbildung, dass ich eigentlich eher auf Duo oder Trio arbeite. Es ist immer rausgelaufen und halt nicht so auf dieses Solo-Spielen. Und da ist halt das Orchester einfach total genial. Mandy hat immer auf Niveau gearbeitet. Sie schafft es, ein Maximum einfach aus uns herauszuholen, sodass auch einfache Literatur immer niveauvoll klingt. Ich finde es nach wie vor toll, dass wir eine tolle Gemeinschaft sind. Ja? Da geht es auch ums Gitarrespielen hinaus. Zum Beispiel, ich weiß, untereinander gibt es inzwischen Freundschaften, die entstanden sind. Wenn wir sowas wie hier auf einem Probenwochenende sind, auch dadurch entstehen neue Kontakte. Heute zum Beispiel hat jemand Geburtstag. Dieses ganze soziale Miteinander, das Menschliche möchte ich nicht missen. Wenn jemand seine Noten vergessen hat, dann springt der eine für den anderen ein. Das ist einfach eine klasse Sache. Ja, und auch ansonsten wünsche ich mir, dass wir weiter so tragfähig spielen können, dass auch gerne weiterhin neue Menschen zu uns finden, in unsere Runde einstimmen, dass wir mit den Konzerten ein breites Publikum erreichen, das wäre mir wirklich ein Anliegen, denn Gitarrenkonzerte sind ja doch immer sehr speziell und auf dem Fachpublikum angewiesen oder oftmals nicht so bekannt, denn dieser Satz, ach was, Gitarre kann man auch als Orchesterinstrument spielen, höre ich auch immer noch sehr, sehr oft und das wäre toll, wenn man da ein Stück weit mehr Aufklärung und ja, Know-how in die Bevölkerung damit mit unserem Orchester sozusagen weiterreichen könnte. Beide im Jugendorchester gespielt, jahrelang. Und als ich dann dort zu alt wurde, bin ich in das Erwachsenenorchester, das Nürtinger Gitarrenorchester gewechselt. Ja, also ich habe eben bis zum Abi auch im Jugendorchester dann mitgespielt. Das hat auch super viel Spaß gemacht, aber ich bin dann zum Studieren eben woanders hingegangen. Hab da in der Zeit auch leider meine Gitarre ein bisschen vernachlässigt und als ich dann wieder in die Nähe von Tübingen zurückkam und Moritz war eben schon im Erwachsenenorchester und hat dann gesagt, ich muss auf jeden Fall auch mitspielen und das habe ich natürlich gerne gemacht. Gitarrenorchester ist gut und schön, ist aber auch sehr für geübte Ohren natürlich, klar, gar keine Frage. Deshalb ist es sehr nett fürs breite Publikum Solisten dazu zu nehmen.
Wir hatten in der Vergangenheit ein Projekt mit dem Querflötisten. Da haben wir barocke Sachen gespielt, haben wir südamerikanische Stücke gespielt. Dann im letzten Jahr mit Percussion, unser Uraufführungsstück Cloudy Sky von Dieter Kreidler.